Welk Schiff kennt doch wohl jeder, oder? Die Stadt Geilenkirchen besteht aus 30 verschiedenen Ortsteilen. Auch Borchem und Hünshoven hatten einmal ein eigenes Ortsschild. Nirm, auch ein schöner Stadtteil von Geilenkirchen. Bitte schön. Das schöne Kaudorf, direkt angrenzend an Nirm, Kaudorf. Hier sind wir in Kogenbroich. Kogenbroich, wieder ein Stadtteil von Geilenkirchen. Müllendorf, klein, aber fein. Würm, bekannter Stadtteil mit absolut neuer Bürgerhalle. Larstraße, hier endet das bekannte Bahnrennen des Würmerwegs. Das ist das idyllisch gelegene Hunsdorf. Natürlich zählt auch Leipzig zu den Stadtteilen von Geilenkirchen. Kinder, ein Stadtteil mit eigenem Bahnhof. Beek, wunderschönes Golddorf mit eigenem Backes. Frommern, ein historischer Ort, der älteste Stadtteil Geilenkirchens. Abweiler, hier findet das bekannte Seifenkistenrennen statt. Hier startet auch der Karnevalszug. Immendorf, der Ort mit der ältesten Karnevalsgesellschaft in Geilenkirchen, die in wenigen Monaten 88 Jahre alt wird. Waurichen, der zweite Stadtteil, der mit Gold und Silber ausgestattet ist. Hatterath hat eine sehr lange Straße. Pripsrath, der letzte Stadtteil Geilenkirchens vor der Grenze von Heinsberg. Hochheit hat ein schönes Waldgebiet zum Spazierengehen und Maiglöckchen pflücken. Niederheit vereinigt gewachsene Strukturen mit modernem Gewerbegebiet. Hechten ist einer der wenigen Orte in Deutschland mit eigenem Modellflugplatz. Sögerath, ein wunderschönes Dorf an der Wurm, unweit von Geilenkirchen City. Rothenrath, schönes Dorf am Rande der Heide mit der längsten Straße von allen Ortsteilen. Deveren, Heidedorf mit Tradition und berühmt durch die Airbags-Flugzeuge. Kleinster Ort in Geilenkirchen, endlich geprägt, aber schön. Banneschop, ein kleiner Stadtteil am Rande der Deverner Heide. Ja. So.
Machst du auch. Nicht Google Earth. Nierstraße zwischen Tevon und Gilrath gelegen, hat seine eigene Quelle. Gilrath hat sogar einen eigenen kleinen Bahnhof mit der Selfgardbahn. Hofen mit 38 Einwohnern, einer der kleinsten Stadtteile.